Das ist noch gar nichts, Onkel. Ich habe es durchgerechnet. In nicht mal 2 Tagen befindet sich dein Büro am Grund einer Senkgrube. Zumindest hat sich deine kostspielige Ausbildung mal als nützlich erwiesen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich das Darlehen auszahlen würde. Jetzt wünschst du dir bestimmt, vorher auf mich gehört zu haben, statt mich als vorlaute Naturschützerin abzutun. Tretet ein, Captain. Lambda hat mir von euren Heldentaten berichtet. Ich bin beeindruckt. Wir hatten vermutet, dass Makeb instabil geworden ist, aber wir hatten keine Ahnung, dass es so schlimm sein würde. Wir hätten niemals zulassen dürfen, dass die Hutten hier Bergbau betreiben. Ihr habt eine Menge schlechter Nachrichten zurückgehalten, Shalim. Warum habt ihr uns nichts von der Instabilität des Planeten erzählt? Ich wollte keine Panik verursachen. Makebs Bürger müssen zusammenhalten. Nur durch Einigkeit können wir diese Krise überstehen. Wisst ihr, was im Moment überhaupt nicht hilft? Reden. Es sei denn, ich rede. Die Regulatoren, die mich festgehalten haben, waren sehr gesprächig. Meistens haben sie über schmutzige Dinge geredet oder mit ihren Blastern geprahlt. Aber ihr Anführer hat etwas Interessantes gesagt. Er hat das Projekt Notsicherung erwähnt. Ein Notfallplan der Hutten, falls ihre Bergbaubemühungen schiefgehen. Dieser Söldner glaubt, dass die Hutten einen Plan haben, um Makeb im Handumdrehen zu stabilisieren. Die Hutten wollen nur ihre eigene schmierige Haut retten. Wir sollten uns Projekt Notsicherung lieber unter den Nagel reißen, bevor es zu einem weiteren Beben kommt. Schön, dass ihr das auch so seht. Denn ihr müsst sie stehlen. Vorausgesetzt, wir finden sie. Talao City. Die Datenbank der Huttenbotschaft. Ilosov hat recht. Die Daten zum Projekt Notsicherung sind sicher auf den Computern der Huttenbotschaft in Talao City gespeichert. Leider befindet sie sich unter der Kontrolle des Kartells. Wir brauchen Chief Herquill, den ehemaligen Sicherheitskommandanten von Talao City. Er hat sich mit ein paar loyalen Männern in einem geheimen Lager außerhalb der Stadt versteckt. Sie können euch in die Stadt und in die Botschaft hineinbringen. Wieso kennt ein Sicherheitschef einen Weg in die Huttenbotschaft? Herquill hat damals die Verteidigungen der Hutten eingerichtet. Er hat sie konstruiert und er weiß, wie man sie bricht. Die Hutten kontrollieren Talao City und das umliegende Gebiet. Ihr müsst mit einer Fähre außerhalb landen. Rechnet mit unzähligen Regulatoren. Chief Herquills Lager befindet sich bei diesen Koordinaten. Passt auf euch auf. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Chief Herquill, Shalim Avesta schickt uns. Er sagt, ihr kennt einen Weg in die Huttenbotschaft. Ihr gehört zu den großen Tieren der Republik, was? Verzeiht den Geruch, aber hier draußen findet man nur selten eine Dusche. Die Huttenbotschaft ist vollständig abgeriegelt. Es gab mal so einen hochnäsigen Bürokraten, der uns reingeholfen hat. Abgeordneter Eklin. Aber man hört nichts mehr von ihm. Wahrscheinlich tot. Die gute Nachricht ist aber, dass das Kartell an der Botschaft nichts verändert hat. Es gibt immer noch dieselben Geschütze, Droiden und Passiercodes, die ich für sie eingerichtet habe. Na, faule Hutten. Woher wisst ihr, dass sie nicht neue Maßnahmen ergriffen und sie geheim gehalten haben? Wisst ihr, was an den Hutten noch toll ist? Sie überschätzen sich. Und sie würden nie erwarten, jemanden wie euch hier zu treffen. Wenn ihr in die Huttenbotschaft wollt, müsst ihr durch 3 Sicherheitsstufen. Die 1. Stufe sind schwere Geschütze im Hof. Das einzig Gute, was uns diese Beben beschert haben, ist, dass sie die Energiegeneratoren der Geschütze freigelegt haben. Überladet sie, dann verlieren die Geschütze ihre Kraft. Ich bezweifle, dass die Hutten die Generatoren ungeschützt gelassen haben. Wie schwierig wird es, sie zu erreichen? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Auf den Straßen wimmelt es von Regulatoren, die den Hutten gegenüber loyal sind. Sicherheitsstufe 2 ist die Haupttür der Botschaft. 3 Meter verstärkter Durastahl. Selbst mit einem Lichtschwert würde es Stunden dauern, sich da durchzuschneiden. Aber die Tür öffnet sich mit einem Diplomatenpassiercode. Ihr könnt einen beim sicheren Terminal des Regierungsgebäudes generieren. Es muss doch auf der Straße Regulatoren mit Passiercodes geben. Und gegen die kämpfen wir doch sowieso, oder? Nur die hochrangigsten Offiziere kommen in die Botschaft. Und die patrouillieren nicht auf den Straßen. Jetzt bleiben noch die Sicherheitsdroiden. Erstklassige arkanianische Modelle. Die ganz üble Sorte. Schießen sofort auf Eindringlinge. Aber das Gute ist, dass man sie umprogrammieren kann. Die Droiden-Kontrollstation in meinem alten Sicherheitshauptquartier sollte dazu genügen. Hört sich an, als hättet ihr euch gerade freiwillig dafür gemeldet. Viel Spaß. Jeder Regulator in der Stadt kennt mein Gesicht. Ich würde keine 10 Meter weit kommen. Ihr werdet es mindestens doppelt so weit schaffen. Hakt diese Ziele ab und ich garantiere euch, ihr kommt in die Botschaft. Ob ihr dort Antworten findet, ist eine andere Frage.
Wenn der Abgeordnete Ecklin noch am Leben ist, könnt ihr ihm vielleicht helfen zu entkommen? Er ist ein Haarspalter, aber eigentlich ganz in Ordnung. Ich lasse einen Kommkanal offen, wenn ich kann. Wegen dieser Geschütze braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Das sollte diese Sicherheitsdroiden erledigen. Dieser Passiercode öffnet die Haupttore der Botschaft. Bestätige neuen Identifizierungscode. Ich grüße Sie, leitende Kommandoeinheit 223. Sobald alle diesen Raum verlassen haben, löschst du dieses Treffen aus deinem Speicherkern. Verstanden? Bestätigt. Sehen Sie sich ruhig in der Botschaft um. Sie werden alles in bester Ordnung vorfinden. Wartet bitte. Ich bin Zivilist und unbewaffnet. Abgeordneter Ecklin vom Kommissarischen Regierungsrat von Makeb. Ich bin der offizielle Kontaktmann für das Huttenkartell. Was immer ihr benötigt, ich sorge dafür, dass ihr es bekommt. Aber bitte, tut mir nichts. Ganz ruhig. Ich bin kein schießwütiger Verbrecher. Ich gehöre zur Republik und zu Shalim Avesta. Ach du meine Güte. Bitte sagt mir, dass Shalim nicht die Republik in diesen Unsinn hineingezogen hat. Die Hutten kontrollieren Makeb jetzt, ob euch das gefällt oder nicht. Uns bleibt nur Kooperation, damit wir das Beste aus unserer neuen Situation machen können. Aber Shalim macht lieber Ärger. Er versteht nicht, wie übel die Hutten uns noch zusetzen könnten. Wenn ihr glaubt, dass die Hutten euch für eure Kooperation respektieren, irrt ihr euch gewaltig. Während ihr verhandelt, bohrt das Kartell weiter bis zu Makebs Kern. Wir verdanken es allein meinen Verhandlungen, dass wir noch leben und über dieses wahnwitzige Gerücht reden können. Und was für einen Sinn würde das ergeben? Die Hutten sind doch selbst auf dem Planeten. Wenn Makeb zerstört würde, wäre das auch ihr Ende. Hört mir zu. Der Planet bricht auseinander, aber die Hutten haben ein Projekt Notsicherung. Ihr werdet mir helfen, es zu finden. Verstanden? Das ist ein wirklich äußerst überzeugendes Argument. Wenn dieses Projekt Notsicherung existiert, muss es im Archiv der Botschaft verzeichnet sein. Ich verschaffe euch Zugang dazu. Aber die Hutten sind alarmiert. Sie haben bereits Verstärkung angefordert. Ihr müsst euch um sie kümmern. Ich treffe euch dann im Archivraum. Ich hatte gehofft, dass ihr vielleicht einen geheimen Weg kennt, der uns direkt zu unserem Ziel führt. Ein Weg, der breit genug für Hutten ist, wäre nur schwer geheim zu halten. Ihr kümmert euch um die Verstärkung. Ich sorge dafür, dass wir ins Huttenarchiv kommen. Viel Glück! Die Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ecklin ist durchgekommen. Fast. Ich bin gerannt, als ich den Kampf gehört habe. Lasst mich das beenden. Der Hutte, der für Makeb verantwortlich ist, heißt Tobarro. Wenn das Projekt Notsicherung existiert, sollte es in seinen Kommunikationslogbüchern erwähnt werden. Die Hutten werden weitere Verstärkungen schicken. Wir haben nicht viel Zeit. Hier. Eine Holo-Aufzeichnung von einem gewissen Wedrick trägt die Kennzeichnung Projekt Notsicherung. Hören wir sie uns mal an. Seid gegrüßt, großer und ruhmreicher Tobarro. Ich freue mich, euch mitteilen zu dürfen, dass Projekt Notsicherung sowohl im Zeit- als auch im Kostenplan liegt. Eure große Ark nähert sich der Fertigstellung. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wie diese Baupläne zeigen, wird die meisterhaft gefertigte äußere Hülle der Ark seine wertvolle Fracht vollständig vor der unangenehmen Atmosphäre von Makeb schützen. Der Frachtraum fasst den gesamten Isotop 5-Bestand, während eure wenigen ausgewählten Begleiter die luxuriöse Ausstattung des Oberdecks der Ark genießen können. Mir ist Toboros privates Luxusschiff egal. Ich muss den Plan des Hutten erfahren, um zu verhindern, dass Makeb auseinanderbricht. Seht euch an, wie groß das Schiff ist. Es ist die Notsicherung der Hutten. Sie fliegen in ihrer Ark davon und überlassen die Bewohner von Makeb ihrem Schicksal. Mächtiger Toboro, darf ich vorschlagen, die Standardkabinen der Passagiere durch Luxussuiten zu ersetzen, die einem Hutten eurer Statur eher gerecht werden? Ich kann sie problemlos hinzufügen, bevor die Ark fertiggestellt ist. Es macht mich krank, diesem Abschaum zuzuhören. Gibt es irgendetwas Nützliches im Archiv? Wartet, das hier ist wichtig.
Hört sich an, als würden sie das Schiff immer noch irgendwo auf Marquette bauen. Wenn wir die Ark übernehmen, könnten wir damit den ganzen Planeten evakuieren. Den Plänen zufolge haben wir Platz für die gesamte Bevölkerung, wenn wir den Frachtraum umbauen, um Passagiere aufzunehmen. Es gibt nicht viele Orte, an denen die Hutten so ein großes Projekt verstecken könnten. Wir müssen das Schiff finden. Vielleicht ist es Zeit, Wedricks Auftraggeber zu befragen. Wo finden wir diesen schleimigen Hutten? Toboro würde einem Einheimischen wie mir niemals anvertrauen, wo er sich befindet. Außerdem müssen wir zuerst einmal die Ark finden. Ich durchforste das Archiv und schicke Shalim alles, was ich finden kann. Unter diesen Umständen ist es wohl nicht sicher, hier zu bleiben. In der Nähe befindet sich eine Fährenrampe. Wenn ihr die Wachen ausschaltet und die Fähren entriegelt, könnten wir alle sicher fortfliegen. Ihr lebt. Dann gehe ich mal davon aus, dass mein Rat funktioniert hat. Shalim hat mir gesagt, dass ich euch gleich durchstellen soll. Wir analysieren gerade die Pläne von Projekt Notsicherung, die Abgeordneter Ecklin uns geschickt hat. Sie sind abscheulich. Toboro der Hutte ist der Drahtzieher hinter dem größten Verbrechen, das die Galaxis je gesehen hat. Sie werden mit Wedricks Ark von Marquette fliehen und uns alle sterben lassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Ark verlässt diesen Planeten nur mit uns am Steuer und Marquettes Bewohnern sicher an Bord. Wenn es in der Galaxis einen Funken Gerechtigkeit gibt, sehen wir Toboros Gesicht, wenn wir in seinem Raumschiff davonfliegen. Ich habe die Karte von der Baustelle der Ark mit topografischen Daten abgeglichen. Die Ark wird in einer geheimen Anlage innerhalb des Riesensperrs gebaut. Das ist eine große Touristenfalle. Ein Tafelberg, der innen hohl ist. Zu gefährlich zur Besiedlung, aber ideal, um darin den Bau eines Raumschiffs zu verbergen. Bei all diesen Beben können wir uns glücklich schätzen, wenn nicht alles einstürzt und die Ark begräbt. Noch ein Grund, möglichst schnell vorzugehen. Kontaktiert mich, wenn ihr beim Riesenspeer seid. Ich helfe euch, den Angriff zu planen. Das wird kein einfacher Kampf. Schaut mich nicht an. Ich muss eine Stadt evakuieren. Viel Glück. Ilosov, wir sind beim Riesenspeer. Was habt ihr für uns? Wir haben Suchdroiden losgeschickt, um den Bereich vor euch zu scannen. Ihre Ergebnisse sind kein Grund zur Freude. Regulator-Trupps patrouillieren dort. Einige von Vizekommandant Grevins besten Leuten, unterstützt von den Elite-Leutnants des Hutten-Kartells. Alle ausgerüstet mit militärischer Hardware. Besteht die Chance, dass Grevin diese Streitkräfte anführt? Ich würde zu gerne nochmal mit ihm plaudern. Sieht nicht so aus. Zu schade. Dieser Huttensohn verdient es, zusammen mit den anderen Verrätern geröstet zu werden. Die Baustelle der Ark liegt hinter einer dreifach versiegelten Durastahl-Panzertür. Man benötigt drei verschiedene Schlüsselkarten, um sie zu öffnen. Nur Mitarbeiter des Huttenkartells besitzen welche. Ha, es scheint, als würden die Hutten den Regulatoren nicht ganz vertrauen. Ihr müsst die Elite-Leutnants des Kartells finden und ihnen ihre Schlüsselkarten wegnehmen. Ginge es nicht schneller, wenn man diese Tür einfach hochjagt? Falls ich nicht genug Feuerkraft habe, dann sicher jemand anderes hier. Das würde Tage dauern. Die Hutten wissen, wie man solide Türen baut. Kontaktiert mich, wenn ihr die Tür geöffnet habt. Ich sage Bescheid, wenn wir noch etwas in diesen Akten finden. Viel Glück. Ilosov, wir sind durch die Panzertür. Gut. Versiegelt sie hinter euch. In der Nähe muss es eine Kontrollkonsole geben. Stört die Sicherheitscodes, dann können euch keine Verstärkungen folgen. Die Pläne für die Ark-Baustelle sind ein Wirrwarr. Keine Ahnung, was die Symbole bedeuten. Tut, was auch immer nötig ist, um die Ark zu schützen. Viel Glück.
Wahnsinn. Meine Männer arbeiten rund um die Uhr und trotzdem fallen wir zurück. Arbeitet schneller. Daran liegt es nicht. Wir wissen doch beide, dass Vetrig ein krummer Hund ist. Wenn das so weitergeht, wird die Ark niemals fertig. Ihr habt eine große Klappe, Tiero. Vielleicht sollte ich sie für euch schließen. Die einzige Sache, die ich noch weniger leiden kann als Rüpel, sind Rüpel ohne Stil. Zurück! Wartet! Ihr seid der Grund für Toboros miese Laune. Ich brauche ihr Hilfe. Tod ist er ein Vermögen wert. Republik, wie? Keine Ahnung, was ihr auf Marquette wollt, aber danke. Diese Kartellidioten lassen ja nicht mit sich reden. Ich versuche, Hilfe zu rufen, und dafür halten sie mir einen Blaster unter die Nase. Die Hutten lassen uns schuften, bis wir umfallen. Sie behandeln uns wie Sklaven. Nein, Tiere! Ihr habt euch gut gegen diesen Kartellschläger behauptet. Wie ist euer Name? Tiero. Ich bin der Vorarbeiter hier. Aber ihr seht ja, was passiert, wenn ich versuche, meine verdammte Arbeit zu machen. Es geschieht alles auf Vetrigs Befehl hin. Meine Männer schuften sich den Rücken krumm, um seine Ark zu bauen. Und er stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Dank Vetrig liegen wir mit der Ark Wochen hinter dem Zeitplan. Meine Crew kann das Schiff nicht fertig bauen, solange dieser schleimige Devaronianer alle Teile verkauft. Dieser dumme Devaronianer hat vielleicht den ganzen Planeten zum Untergang verdammt. Ich sorge dafür, dass er zuerst stirbt. Lasst nicht zu, dass er sich aus der Sache herausredet. Er ist gut mit Worten. Ich sage meinen Leuten, dass sie vorsichtig sein sollen. Weist Vetrig in seine Schranken und wir werden euch helfen, so gut wir können. Die beste Aknord-Ingenieurin in 4 Sektoren arbeitet für mich. Sie ist ein Genie beim Elektroklempnern. Ihr werdet den stilvollsten Erfrischer auf Coruscant haben, Boss. Ich kann mich nur nicht entscheiden, was ich für meine Schalldusche verwende. Velushianische Glitzersteine sehen so elegant aus, aber ich liebe Rylotianische Onyx-Kacheln. Warum festlegen? Das sind beides prima Grabsteine und eure Tage sind gezählt. Ihr seid dieser republikanische Held, wegen dem Toboro auf der Holo-Nachricht rumgeschrien hat. Das Kartell ist besorgt genug, um das Doppelte zu zahlen, wenn die Ark vor dem Zeitplan fertig wird. Zusätzlich zu dem, was es für euren Kopf gibt. Niemand soll sagen, ich wäre angesichts meiner Niederlage nicht großzügig. Ihr könnt dieses erstaunliche Raumschiff haben. Ich gewähre euch 20% Rabatt. 30%? Bevorzugt ihr schnelle Hinrichtungen? Ich tendiere eher zu langsam und qualvoll. Ich hoffe, ich kann den Preis in die Höhe treiben. Wie wäre es mit vorübergehender Verkrüppelung? Ich gebe zu, es ist noch etwas Arbeit nötig, aber das Schiff ist beinahe flugbereit. Außerdem gibt es jede Menge Möglichkeiten für Anpassungen. Lasst mich leben. Und dieses Baby kann im Handumdrehen die Atmosphäre verlassen. Ihr werdet kein besseres Angebot finden, glaubt mir. Glaubt nicht, dass ich euch vertraue. Aber ihr könnt für unsere Leute arbeiten. Hallo, Vetrig. Es wird Zeit, dass ihr euch eure Bezahlung verdient. Ich freue mich darauf. Könnt ihr vorher noch etwas Kolto erübrigen? Ich hatte schon seit Wochen keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Hier Vorarbeiter Tiero und die republikanischen Streitkräfte melden uns aus dem Riesenspeer. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Tiero. Wir haben die republikanischen Streitkräfte geschickt. Wie ist der Status der Ark? Wurde sie gesichert? Schlechte Neuigkeiten, Ilosov. Vetrig hat die Hutten betrogen. Die Ark ist noch lange nicht fertig. Diese idiotischen Hutten können sich nicht mal selbst retten. Einen Moment. Vorarbeiter, hier ist Shalim Avesta. Markeps Kern reißt auseinander und wir können es nicht aufhalten. Die Ark ist die einzige Chance für unsere Leute zu entkommen. Wenn ich euch jeden verfügbaren Mann schicke und für eure Sicherheit garantiere, könnt ihr dann die Ark rechtzeitig fertigstellen und unsere Welt evakuieren? Ich werde es verdammt nochmal versuchen. Die Hutten planen sicher einen Gegenangriff. Wir bereiten Maßnahmen vor, aber das besprechen wir hier. Beeilt euch! Diese Arbeiter hauen vielleicht ab, sobald wir weg sind. Jemand sollte sie im Auge behalten. Wir haben alle Familien.
Glaubt ihr, dass wir sie so einfach im Stich lassen würden? Der Vorarbeiter weiß, was auf dem Spiel steht, wenn die Ark nicht fertig wird. Wir können ihm vertrauen. Vedrick hatte eine eigene Fährenrampe in der Nähe. Ihr könnt seinen Transporter benutzen, während wir uns wieder an die Arbeit machen.